2,5 Wochen vor Schulbeginn in Ostösterreich ist es höchste Zeit, mit den Kindern den Schulweg zu üben. Darauf macht der Verkehrsclub Österreich aufmerksam, der eine Online-Karte betreibt, mit der Eltern Gefahrenstellen melden können. Die Einträge werden an die zuständige Stadt oder Gemeinde weitergegeben. Im Vorjahr wurden laut dem Verkehrsclub bei 450 Schulwegunfällen 494 Kinder verletzt, 2 starben. Die Anzahl der Unfälle sei das dritte Mal in Folge gestiegen. Mit 450 war die Zahl der Schulwegunfälle aber immer noch deutlich niedriger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Er gab die Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria. Damals verunglückten bei 510 Schulwegunfällen 580 Kinder, 4 davon tödlich. In 8 der 9 Bundesländer gab es im Vorjahr keinen tödlichen Schulwegunfall. In Oberösterreich kamen laut Verkehrsclub die beiden Kinder ums Leben. Wien verzeichnete 86 Unglücke am Weg zu oder von der Schule, in Oberösterreich waren es 74, in Niederösterreich 65 und in der Steiermark 61. Die wenigsten entfielen auf das Burgenland mit 10. Dank Maßnahmen wie Schülerlotsen und Verkehrsberuhigung sei das Schulumfeld grundsätzlich sicherer als Freizeitwege. Eltern sollten mit ihrem Nachwuchs bis zum 12. Lebensjahr in den Ferien den Schulweg üben, rät der Verkehrsclub. Besonders für die rund 90.000 Taflerklassen, deren Schulkarriere heuer erst beginnt, und für Kinder, die von der Volksschule in eine andere Bildungseinrichtung wechseln, sei das sehr wichtig. Gewählt werden sollte nicht unbedingt der kürzeste Weg, sondern jene Route, auf der weniger Autos fahren und weniger Straßen zu überqueren sind.